Aber hier gibt es nur 4 Ebenen, das heißt, da unten ist Ende. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht durchfalle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir ein wenig TNT Games auf mc.hypixel.net. Und ja, ich werde aber keinen TNT-Besatz spielen übrigens, weil mir das Spiel an sich so gar nicht unbedingt gefällt. Ich werde in dieser Folge hier TNT Run und Bosebleef spielen. Finde ich, macht eine Menge Spaß, vor allem TNT Run. Boah. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig geil, das Spiel. Ich spiele es relativ häufig. Und zack. Der ist voll im Boden drinnen. Wah, wah. Zack. Da sterben schon die ersten. Nach so kurzer Zeit. Wow, wow. Na, stehen bleiben ist eine ganz schlechte Idee hier. Wah, wah, wah. So. Aufhören zu sprinten. 19 von 24 Leben nach. Ja, am Anfang sollte man noch sprinten, später aber dann nicht mehr, weil man sonst zu viele Blöcke hier verbraucht. Und springen sollte man dabei möglichst auf, wenn man dann noch langsamer ist. Ich habe auch schon mal probiert, so zu sneaken, so hintereinander weg, aber da ist die Gefahr dann zu groß, dass man doch runterfällt. Obwohl man dann halt viel langsamer ist. Wenn man so ein bisschen sneakt zwischendurch. Jetzt könnte es knapp werden. Ah, ich bin noch da. Oh, ganz oben noch. Der letzte, glaube ich, ganz oben. Verstehe mal gar nicht, warum die alle so schnell runterfallen. Ich meine, so kompliziert ist es ja jetzt hier auch nicht. 9 von 24 noch und ich bin noch ganz oben. Nice. Okay, das war ein Absturz. Ich dachte, ich schaffe den Sprung. Ist dann übrigens auch die Gefahr, wenn man nicht sprintet. Oh Gott. Hier kann man ja auch durch. Cool. Oh Gott, nein, jetzt habe ich einen Doppel... Ich bin so ein Vollidiot. Ich denke mal nicht dran, dass ich einen Doppelsprung habe. Was ich übrigens mehr als unnötig finde. Vor allem, wenn man dann irgendwie schnell zweimal hintereinander Leertaste drückt, mit dem man den Doppelsprung dann ausführt. So aus Hektik irgendwie, wenn man den Sprung noch schaffen möchte. Und dann macht man einfach mal so einen Doppelsprung, da wird man nur noch mehr verwirrt. Das finde ich dann auch nicht unbedingt cool. Jetzt sind wir hier auf der letzten Ebene halt. Hm. 3 von 24. Ich glaube, da sind noch welche über uns, weil wir sind hier unten die einzigen. Ich will jetzt aber nicht unbedingt nach oben gucken. Und zwar hakel ich mich hier nur. Na, ah, meh. Oh Gott, jetzt wird's. Jetzt wird er denken. Ja, das war's. Scheiße, da war einfach nichts mehr. Ja, ein GG. Gut. Oh, nice. Das war eine geile Runde. Zwar nicht gewonnen, aber scheiß drauf. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde TNT Run. Bis gleich. So, und willkommen zurück zur nächsten Runde TNT Run. Diesmal auf einer etwas kleineren Map mit nur 12 Spielern statt 24. Und das finde ich auch relativ geil. So. Und natürlich auch einer kleineren Map. Damit das Ganze hier auch Sinn macht. Oha. So. Sind schon die Hälfte runtergefallen jetzt. Und ich muss gucken, dass ich aufhöre zu sprinte. Oh Gott, das war ein Fail. Ich bin einfach nicht gesprungen. Komischerweise. Na, auf der dritten Ebene halt. Auch jetzt nicht so schlimm. Denn je länger man oben auf der ganz obersten Ebene ist, desto größer ist die Gefahr, dann einmal komplett durchzufallen. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Ganz Spiel lang ganz oben und dann einen Sprung verpasst. Dann einmal komplett durchgefallen, weil die unteren Ebenen alle schon so zersiebt waren einfach. Das war auch unglaublich. Vor allem muss man jetzt hier aufpassen, dass ich jetzt hier noch genug Platz habe zum Jumpen. Hier, dass mir die irgendwann die Ebene hier ausgeht. Dann bis dahin sind die unteren auch schon alle total weg. Oh Gott. Knapper Sprung mal wieder. So. Zack, zack. Jetzt ist hier langsam nämlich schon etwas enger.
Auf der Map. Auf der Ebene, meine ich. Sterben die anderen auch mal irgendwie? Hier ist noch ein bisschen mehr Platz. Gut, dann bleibe ich erstmal hier. 10 von 12 Spielern immer noch. Ich glaube, hier geht es ganz schön weit runter, kann sein. Naja, so weit noch wieder nicht. Es leben noch erstaunlich viele sogar. Jetzt sterben sie. 8 von 4. Ja, 7. 6. 5. Kann man fast einen Sekundentakt runterzählen. 4. Ja, 3. Mal gucken. Wir runtergeflogen. 3. Komm, die Runde will ich jetzt aber mal gewinnen. Ah, hier ist schon fast alles weg. Ich muss gucken, dass der hier auf die untere Ebene gut lande. Nein, ich habe doch eigentlich aufgehört zu sprinten. Jetzt sprinte ich wieder. Was für eine Scheiße ist das denn bitte? Nein! Schon wieder Zweiter. GG. Komm, dritte Runde und die gewinnen wir gefälligst. Oh Gott, ey, schon. Ach, Mann, warum bin ich runtergefallen? Ist doch klar, dass die Ebene so komplett kaputt ist dann. Groß G, klein G. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Runde TNT Run. Bis gleich. So, und willkommen zurück zur nächsten Runde TNT Run. Mal gucken, wie es diesmal läuft. Nicht immer nur zweite Plätze, sondern vielleicht auch mal ein erster jetzt hier. So, die meisten laufen geradeaus immer. Verschafft mir einen kleinen Vorteil. Die meisten kommen dann trotzdem hingejumpt. Ach, Bastard. Mal gucken, wie lange ich hier oben auf der ersten Ebene bleiben kann. Ich hoffe, länger als sonst. Ich versuche immer hier ein bisschen den Weg abzuschneiden. Ich habe es nicht geschafft. Zack, 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 zack. Hua. So. Jetzt mal aufhören zu jumpen. Beziehungsweise zu sprinten. Zack, zack. So. Hier gibt es, glaube ich, nicht so viele Ebenen auf der Map. Ne, da unten sehe ich schon eine schwarze. Daher muss ich vorsichtig sein, wie oft ich hier wirklich runterfliege. Denn jeder Fehljump könnte tödlich sein. Boah. Zack, zack. So. Hua, hua, hua. Bam, bam. So. Nein, warum sprintet er weiter? Och Mann, ey. So. Hier kann ich schön außen lang laufen. Ja, aufpassen. 8 von 24, ich bin noch ganz oben. 7 von 24, ich bin noch ganz oben. Zack, zack. Bam. Der Typ ist auch noch da. So ein Bastard. Na gut, habe ich hier unten die Ebene für mich halt. Hier ist noch, glaube ich, mehr Platz als da oben. Gucke ich mal an, wie die siebte da oben schon ist. Hier geht's noch einigermaßen. Aber hier gibt es nur 4 Ebenen, das heißt, da unten ist Ende. Muss ich aufpassen, dass ich nicht durchfalle. So, und weiter geht's mit Bowsbleef nach der letzten Runde DNT Run. Habe ich mich dann mal entschieden, noch ein bisschen Bowsbleef zu spielen. Ah, und da geht's auch schon los. Ja, werden vielleicht einige von euch kennen oder auch nicht. 8 Sekunden startet das Spiel, man muss versuchen mit dem Bogen die TNT-Blöcke hier unten wegzuschießen. Und halt, glaube ich, einen Triple Shot, der unten rechts steht. Und einen Double Shot hat man auch noch, Repulsor, ich habe keine Ahnung, was das ist. Mein Ziel ist einfach nur auszuweichen. Ähnlich wie in Splag meine Taktik ist, einfach nur laufen. Schießen bringt rein gar nichts, wenn man hier gewinnen möchte. Zumindest nicht am Anfang beim oh Gott, das war knapp zum Beispiel. Beim 1 vs 1 ist es dann natürlich klar, dass man es benutzen muss. Also wenn nur noch 2 Spieler übrig sind, das war nicht schlecht, der Schuss. Aber so, weil so verliert man verliert einfach Zeit. Wenn man stehen bleibt, die Gefahr ist auf jeden Fall deutlich größer, wenn man stehen bleibt, getroffen zu werden. Von einem Pfeil. Boah. Na, hier verschwinden die Blöcke ganz schön schnell. Hat man ja auch einen Doppeljump? Ja, man hat ja auch einen Doppeljump. Aber da. Oha. Mann! Ich
suche mir auch die kompliziertesten Wege hier durch. Wow. Mann. Boah. Knapp, 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 knapp. Ach komm. Dass ich mich nur selbst abschieße. Wow. Ich weiß gar nicht, wie man die Triple und Double Shots überhaupt macht hier. Ich glaube Linksklick oder irgend sowas. Obwohl ich mir da nicht allzu sicher bin, weil ich die sowieso nie benutze, weil ich es sowieso immer vergesse. Wow. Aufgepasst. Wow, wow. So, man muss versuchen, ein bisschen unberechenbarer zu springen hier. Damit der Gegner möglichst nicht voraussehen kann, wo er hinschießen muss. Um jemanden runterzuballern. Es leben noch erstaunlich viele Leute in dieser Runde. Der versucht mich wegzuschießen. Wow, wow. Komm, komm, komm. Nee, man trifft hier nicht. Da macht er den Doppeljump. Oh, ich hab ihn runtergeschossen. Oh, 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 ja, oh. Nice, 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 nice. Hat den hab ich nicht getroffen. Mann, ich hab ihn nicht runtergeschossen. Obwohl er da rumstand. Oh, es leckt. Nein, es leckt. Warum leckt es? Oh, es leckt nicht mehr gut. Ah, Mann. Der da hinten hat auch freie Bahn irgendwie. Wow. Wie viele leben hier eigentlich noch? Ich sehe es gar nicht. Nein, ich sehe es nicht. Ah! 4. Einer ist runtergefallen. 3. Drei Leute noch, drei Leute noch. Oh. Oh, staunst du was? Es laggt wieder. Nein, es laggt wieder. Es laggt. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Lags bringen einfach um. Das ist unglaublich. Es kann doch nicht wahr sein. Mann, ey, das ist doch scheiße einfach nur. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten und letzten Runde wieder. Bis gleich. So, willkommen zur nächsten und letzten Runde für heute. TNT Spleef. Mal gucken, wie es diesmal läuft. Letzte Mal abgestürzt durch einen Mega-Lag. Oh, ich hasse sowas, ja. Na gut, dagegen kann man aber nichts machen und deshalb versuche ich nochmal mein Glück. Und guck mal, wie es diesmal läuft. Wie kann man hier so einen Triple Shot machen? Ah! Was war das jetzt? Das war der Triple Shot. Und ein Double Shot? Wie mache ich einen Double Shot? Naja, egal. Repulse. Oh, versucht schon jemand hier wegzuschießen. Was nascht. Nicht mit mir hier. Der steht ja auch sowas von offen rum, dieser Dinosaurier. Hui, hui. Hui, 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 ja. Mäh. Wenn man Glück hat, trifft man hier bis zu vielen TNT gleichzeitig. Man pechert nur einen. Wow. Oh Gott. Hau mich selbst weg, ja? Hab ich den gerade runtergehauen? Nee. Wow. Auch gepasst. Wow. Wow. Knapp, knapp, sehr knapp. Boah. Nee. So. Besten nochmal zwischen zwei Blöcken bewegen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und er versucht mich tatsächlich runterzuschießen. Und der da hinten auch. Oh.
Aufpassen, ich will hier nicht runterfliegen. So, zack, zack, jump, jump, jump. Flieg doch mal jetzt. Oh, nein. Warum strippt mein Pfeil eigentlich nicht, da wo ich hinschieße? Bleib mal hier auf der Ebene so ein bisschen. Denn damit ist es zu gefährlich. Komm, treff, treff. Es laggt schon wieder. Zack, zack, oh. Spieler der Dinosaurier? Lass mich in Ruhe, Dino. Wow, aufgepasst. Oh, nein! Knapp, knapp, knapp. Ich bin fast selbst rausgejumpt. Es leben noch 5 Leute. Oh. Es laggt, nein, bitte lass es nicht laggen. Nein. Oh, ich lebe noch. Was ein Wunder. Ich krieg den Dinosaurier nicht down. Ja, ich hab ihn down. Ich hab den Dino down. Der hat mich die ganze Zeit schon genervt. Oh, sehr schön. Oh. Ah, fuck. Zack, zack. Leben noch 4 Leute. Oh, und der ist auch runter. Der ist auch runter. Ich habe noch gesehen, wer versucht hat, noch einen Doppeljump zu machen. Hat er nicht mal geschafft. Es leben noch 3. Mit mir zusammen. Ich schieße einfach mal. Jo, ich hab ihn runtergeschossen. Sehr schön. Oh, jetzt versucht er mich hier runter zu ballern. Das macht er sogar richtig gut hier. Oh, jetzt Finale, komm. Finale, komm. Finale, komm. Ich bin nicht down. Ich bin nicht down. Er auch nicht. Nein! Nein! Schon wieder Zweiter. Das kann doch nicht wahr sein. Immer nur Zweiter. Keine einzige Runde gewonnen hier. Oh. Die TNT Games. Der Zweiten, ey. Boah. Ich habe nicht ein einziges Mal gewonnen. Immer Zweiter oder Dritter. Oder ein richtig großer Fail. Naja, gut. Ich würde es dabei auch jetzt mal belassen. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung freuen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Bis dahin und tschüss.